Auf alle Fälle, jetzt haben wir so ein bisschen einen anderen Blick, nicht auf ERP Next, sondern allgemein auf ein ERP-System. Und deswegen werde ich jetzt auch gleich hier jetzt die Bühne geben, und zwar dem Daniel Brugger und dem Tim Branze, und zwar von der Think Tank Beratungsgesellschaft Fortschritt. Ich meine, ihr sitzt schon hinten, Fortschritt, und auf jeden Fall, die Bühne gehört euch. Danke. Herzlichen Dank. Schön, dass wir hier bei euch sein dürfen. Danke für die Einladung. Ich habe mich schon in die Räumlichkeiten verliebt. Ich hoffe, wir können da bei uns vielleicht auch noch was umsetzen. Ganz kurz, ich bin Tim Branze, Daniel Brugger, der Einfachheit halber Tim und Daniel Reichen. Wir beide sind leidenschaftliche Projektmanager, könnte ich glaube ich schon so sagen. Ja. Haben auch ein Faible für ERP-Systeme, haben einige Kunden betreut, betreuen auch noch aktuell Kunden und wollen heute mit euch mal ein bisschen über das Thema sprechen, was sind denn aus unserer Sicht Erfolgsfaktoren, wenn ein ERP-System implementiert werden soll. Bevor wir zu tief schon reingehen, würde ich gerne einmal so in die Runde fragen, ich bleibe jetzt nur beim Du, also rekapituliert mal bitte, letztes Jahr bei euch in der Firma, wie viele Projekte sind da durchgeführt worden, die einen Veränderungscharakter haben, also wo irgendwas verändert worden ist, zum Beispiel Systeme migriert, Prozesse angepasst etc. Muss nicht auf eine Zahl genau sein, einfach mal so ein bisschen überschlagen und dann mal so die Hand heben, wer liegt so bei 5 bis 10 Projekten oder drüber, bis 10, mehr als 10, mehr als 20, oh da hinten, okay, mehr als 30 oder ganz unter 5. Da sind wir, okay. Interessant ist, im Schnitt liegen wir bei einem Unternehmen bei 30 Veränderungsprojekten im Jahr. Das war eine Zahl, wo ich auch erstmal gedacht habe, okay, schon eine Hausnummer, gerade auch daran gemessen, wenn man sieht, wie viele Projekte wir umsetzen, wie viel wir auch intern bei uns machen. Wir kommen auch nicht an diese 30 dran. Und gerade Veränderungsprojekte haben ja immer nochmal einen deutlichen Komplexitätsfaktor, den ich nicht vergessen darf. Ja? Also das heißt, ich muss sehr oft viele Abteilungen mit einbinden, muss mit vielen Leuten von Anfang an sprechen, muss die früh abholen, damit auch mein Projekt erfolgreich wird. Und habe dann mal überlegt, okay, wenn es 30 Veränderungsprojekte pro Jahr pro Unternehmen gibt, wie erfolgreich ist denn das eigentlich so? Und habe dann das gefunden. Ich lasse das mal so kurz stehen und wirken. Ja? Also Schwarzgruppe oben, Lidl, 7 Jahre, 1000 Mitarbeiter, 500 Millionen. Das hat sich die DHL unten auch wieder abgeguckt, auch mit 500 Millionen Euro verbrannt. Hier sind wir jetzt schon im ERP-Bereich, ja, also es sind wirklich nur ERP-Projekte. Liquimoli, das ist schlimmer als Brexit, Trump und Handelskrieg, hatte einen Gewinneinbruch von 30% durch ein gescheitertes ERP-Projekt. Gummibärchen wegen Softwareproblemen in Not, das heißt Haribo konnte nicht mehr die Supermärkte und Ketten mit Weingummi und Gummibärchen beliefern. Und selbst in der Schweiz, also auch drohendes ERP-Fiasko. Extreme Zahlen, aber das ist auch genau das, was ich vorher eigentlich gedacht habe. Also bei 30 Veränderungsprojekten im Unternehmen oder im Jahr, wie kann ich das eigentlich sauber managen, wenn ich so komplexe Anforderungen habe? Und gerade bei einer ERP-Implementierung, wo wirklich so viele unterschiedliche Bereiche miteinander zusammenarbeiten müssen, damit es wirklich sauber funktioniert. Das Ganze hat aber auch noch statistisch untermauerte Zahlen. Das heißt also, bis zu 70% der angestoßenen Change-Prozesse scheitern aufgrund von Widerstand durch Mitarbeiter und den Rückfall in alte Muster. Das sind also nicht nur die Schlagzeilen, die wir jetzt in den Medien sehen, sondern auch die Statistiken, die darunter liegen, zeigen einfach, dass wenn ich nicht sauber arbeite, entweder meine Mitarbeiter das Thema blockieren oder einfach eben wieder in alte Muster verfallen. Bei ERP-Projekten sind es sogar 2/3, wo letztendlich der Endanwender sagt, ich kann mit dem, was ihr mir hier vorsetzt, überhaupt gar nichts anfangen. Und wenn ich in der Situation bin, dann habe ich das Problem, 2 Sachen bedingen sich gegenseitig. Ja? Also ich habe einmal die Mitarbeiter, die Widerstand leisten, und im Endeffekt habe ich auch die Endanwender, die es gar nicht nutzen wollen. Und mein Projekt ist eigentlich gescheitert, bevor ich es überhaupt wirklich gestartet habe.
Darf ich kurz fragen, wer von Ihnen hatte schon mal solche Situationen? Zumindest einer. Ja. Also nie vorgekommen, dass man was an der Endanwender oder an dem Nutzer vorbeiprogrammiert hat, dass man Anforderungen falsch verstanden hat, dass schlecht kommuniziert wurde und nicht jeder zufrieden war. Dann haben wir hier einen sehr... Also Respekt. Ist schön. Das haben wir normalerweise nie. In dem Kundenumfeld, wo wir uns befinden, gab es diese Probleme überall. Ganz häufig schon. Und das liegt oft auch daran, dass viele Unternehmen an einer Stelle stehen, wo sie überlegen, wenn ich ein ERP-System einführe, habe ich drei Optionen. Führe ich selbstständig ein, ohne fremde Hilfe. Führe ich es ein mit einem Implementierer, meistens Konzerne, die SAP kaufen, SAP aber nicht selber implementiert, sondern andere Firmen, Uniorg etc. Oder habe ich einen Hersteller, der auch selber implementiert. Und diese drei Optionen gibt es und was dann immer kommt, und das ist das, was meistens hier mit Tims zweitem Zitat gemeint ist, dass ich oft einen Clash habe zwischen Implementierer und Kundenanforderungen oder Mitarbeiter und deren Verantwortlichkeiten, deren Wünsche etc. und der technischen Seite. Und das ist ganz oft kein technisches Problem, sondern ein kommunikatives. Die Frage ist natürlich, die sich am Ende stellt, wenn ich ganz viele Projekte gesehen habe, wir haben gerade gezeigt von Lidl, Liquimolli und auch Haribo, den Gummibärchen in Not, wenn ich weiß, woran es liegt, dass Projekte dieser Art scheitern, kann ich denn dann ein Projekt erfolgreich machen, wenn ich diese Kriterien im Vorhinein negiere? Kein Meinungsbild, kein Nicken, kein Kopfschütteln. Es gibt eine Latte an Herausforderungen. Kommunikation ist bei Change-Projekten die Herausforderung Nummer eins. Meistens auch bei der ERP-Einführung, bei CRM-Einführung, egal was ich mache. Technische Herausforderungen, Anforderungen, die ich nicht im Standard erfüllen kann, sondern customizen muss, etc. pp. Wenn ich das alles in einer theoretischen Welt negieren kann und sagen kann, diese Herausforderung gibt es nicht, ist dann das Einführungsprojekt, bleiben wir beim ERP-System, automatisch ein Erfolg? Genau. Weil das ist ja die Frage, die ihr sozusagen im Vorfeld da gestellt habt, implizit. Wenn zwei Drittel scheitern, weil die Endanwenderanforderungen nicht treffen, ich kann ja nicht die Endanwender beseitigen. Also. Ich hoffe nicht, dass sie das tun. Weil in der Regel stellen die ja die Workforce, die auch die Kunden dann haben und uns beauftragen oder hier auch die Möglichkeit geben, ERP Next als Open-Source-Plattform irgendwo einzuführen. Aber genau das ist der Punkt. Hier vorne wurde der Kopf geschüttelt, da hinten habe ich es ein, zwei Mal gesehen. Es gibt nicht den Fall, dass ich alles Negative ausmerze und automatisch Erfolg habe, sondern es ist eher so, dass es Erfolgsfaktoren gibt, auf die ich achten muss. Und dann kann ich auch andere Aspekte nicht so sehr in der Priorität bewerten und trotzdem ein erfolgreiches Projekt machen. Und den Aspekt, den Sie gerade aufgeworfen haben, den wir ja gezeigt haben, nämlich die Endanwender mit ihren Anforderungen bedienen zu können, sollte gerade bei einem ERP-System oberstes Gebot sein. Weil wenn die Leute, die damit arbeiten, nicht klarkommen, ist es, glaube ich, sehr schwierig. Weil dann hat man am Kunden Nutzen und Bedürfnis vorbei programmiert, eingeführt, wie auch immer. Es gibt vier strategische Erfolgsfaktoren, die fast unabhängig von der Größe eines Unternehmens oder der Anzahl der Projekte, wir haben ja gehört von unter 5 bis knapp an die 20 Veränderungsprojekte, die allein hier im Raum in den Unternehmen pro Jahr stattfinden, die immer eine wichtige Rolle spielen. Und das erste ist eigentlich, wer trägt denn die Verantwortung in einem Unternehmen für eine ERP-Einführung? Ist es die IT? Ist es Operations? Ist es die Logistik? Wo auch immer das angesiedelt ist, der Projektkopf ist unfassbar wichtig, weil der gibt die strategischen Eckpfeiler und er gibt auch seine Meinung, seine Rahmenparameter in so ein solches Projekt. Und in vielen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, in dem einen oder anderen Unternehmen, in vielen Projekten und Kunden, die wir gesehen haben, war oft eine ERP-Systemeinführung oder auch eine CRM-Einführung, die wir begleitet haben, bei der IT angesiedelt. In den Fällen, wo sie in der Verantwortung in dem Bereich angesiedelt war, in der auch die Nutzung ist. CRM-Systeme oftmals im Marketing oder in Sales, ERP-Systeme eher Operations, Corporate Development, wie auch immer die Abteilung genannt ist.
eher dort. Und in dem letztgenannten Fall waren die Projekte eher erfolgreich als im ersten Fall. Warum? Genau aus dem vorher genannten Grund. Die Anwender sitzen in dem jeweiligen Bereich. Also dort, wo die Anwender sitzen, sollte ein Projekt für die ERP-Einführung auch verantwortlich verortet sein. Weil nur dann kann ich sicherstellen, was der Kollege sagte, dass ich nicht Gefahr laufe, an den Anforderungen vorbei zu programmieren oder einzuführen. Der zweite Punkt, der auch eine wichtige Rolle spielt, ein wichtiger Faktor ist bei der ganzen Thematik, ist das Thema professionelles Projektmanagement. Ja, also da geht es darum, Planung, Steuerung durch Kompetenz, Neutralität, Erfahrung. Ich habe gerade schon gesagt, wir betreuen aktuell den einen oder anderen Kunden, wo wir eben auch ein ERP-System einführen. Und auch aus der Vergangenheit heraus haben wir festgestellt, dass eine neutrale Instanz, also jemand Drittes, der mit dabei ist, extrem wichtig ist für verbesserte Kommunikation. Also ich habe ja oft so das Problem, dass ich so ein Frontenkrieg intern habe in der Firma, ja, wo die eine oder andere Abteilung nicht so super miteinander auskommt. Dann bekommt die aber den Hut aufgesetzt für das Thema ERP, soll das einführen und plötzlich entstehen Interessenkonflikte. Und dann eine dritte neutrale Instanz dabei zu haben, die das ganze Thema betreuen kann und auch auflösen kann, so fast schon so Mediatorfunktion teilweise, ist da ein extrem wichtiger Faktor, was wir festgestellt haben. Das ist für uns auch eigentlich der Bereich, in dem wir uns, nur zum Verständnis, wo wir uns befinden, am meisten in den Projekten sehen und auch dafür beauftragt werden. Wir sind keine Techniker, wir implementieren keine Systeme, das heißt, wir programmieren keinen Code, sondern wir sind reine Projektmanager. Und das ist das, was Tim auch gerade sagt, der Interessenskonflikt entsteht auch oft beim Thema sauberes Anforderungsmanagement, weil die Interessen, die ich habe, habe ich eine Operationsstelle, die gerne Rechnungen automatisierend haben will, soweit es geht, vom Kontakt bis zur Rechnungsstellung und dann auch noch Zahlungseingang direkt in der Finanzbuchhaltung zu sehen, abzuhaken, grüner Pfeil etc. Top, aber das ist eine Anforderung. Der Geschäftsführer sagt dann, das System darf nicht so viel kosten. Die IT sagt, am besten soll es so sein, dass ich alles selber machen kann. Der nächste sagt, nein, lieber mehr am Standard, weil der CEO sagt, ich komme mit Technik nicht klar. Das sind schon ganz unabhängig, ob ich jetzt beim Anforderungen, beim Anwender bin, sind das Anforderungen, die aus einem Unternehmen aus ganz verschiedenen Richtungen, mit verschiedener Intention selbstverständlich und auch aus derer Perspektive völlig zu Recht, an ein solches Projekt herangetragen werden. Und auch das ist ein Faktor, Stichwort neutrale Stelle. Oftmals kommt es halt da, entweder intern oder dann mit dem Integrator auch zu Kommunikationsproblemen und auch zu Abstimmungsproblemen. Und deswegen nochmal eingangs dieser Satz, ganz vorne, strategische Verantwortlichkeit, da wo die Anwender sitzen, da muss das Projekt verortet werden. Und dann, wenn ich einen Projektmanager habe, der das schön und gut kommunizieren und auch moderieren kann an der einen oder anderen Stelle, kriege ich auch ein sauberes Anforderungsmanagement hin, in dem ich niemals allen gerecht werden kann. Das ist einfach unmöglich, aber ich muss denen am meisten gerecht werden, die jeden Tag ein System bedienen und die auch damit den meisten Nutzen für eine Firma erbringen, indem sie effizienter sind. Vorher haben wir gehört, das ist vielleicht nicht der Chef, aber wenn ich Zeitersparnis habe oder weniger Klicks durch weniger Komplexität, dann habe ich am Ende des Tages doch vielleicht eine Zeitersparung oder Stress, bin damit produktiver und gewinne dadurch natürlich an Effizienz, was am Ende dann doch wieder Geld ist. Und das sind so die Punkte, die Parameter, auf die man achtet. Wir haben gleich nochmal da ein bisschen einen Einblick gegeben aus so ein, zwei Projektbeispielen, was da alles an Summen, an Anforderungen zusammenkommen kann. Und wir reden da nicht über 5 oder 10 oder 50 oder 100, sondern manchmal über mehrere hundert Anforderungen, die in Unternehmen zusammenkommen. Und bei dreistelligen Anforderungszahlen rede ich gar nicht über Projekte, die in Konzernen stattfinden, sondern das gibt es auch bei Unternehmen, die gerade mal 10, 12, 15 Mitarbeiter haben. Ja. Letzter Punkt auf unserer Folie hier, das hat Dani ja auch gerade schon einmal angesprochen, ist der Punkt Art der Implementierung. Ja, also welche Entscheidung treffe ich als Kunde, das ganze System wirklich auszurollen bzw. zu implementieren? Das ist schon fast eine philosophische Frage manchmal. Ne? Also wir sagen, das hängt immer davon ab, was passt strategisch am besten. Löse ich das in-house, arbeite ich direkt mit dem Hersteller zusammen oder nehme ich noch einen dritten mit ins Boot als Implementierer. Wir sagen immer, die Harmonie muss stimmen, ja, also Strategie und Harmonie.
Und das sind die vier Punkte. Und dann würde ich auch mal direkt rüberleiten zum kleinen, aber feinen Requirements-Ausschnitt. Magst du was sagen? Oder wir lassen es mal wirken kurz auch vielleicht. Ne? Ich glaube, die meisten im Raum kennen das. Ich glaube, viele von Ihnen arbeiten intensiver mit Requirements und auch der technischen Umsetzung, als wir das an der einen oder anderen Stelle tun. Nichtsdestotrotz, Sie sehen das schon so ein bisschen an den verschiedenen Hintergrundfarben, es sind Ausschnitte aus Katalogebenen. Nämlich, man muss sich Gedanken machen, in einer ersten Ebene über übergeordnete Themen habe ich ein ERP-System, was ich auch mobil, zum Beispiel auf dem Handy nutzen kann, sollte, muss zwingend. Wo dann gleich schon die Frage sich anschließt, was ist ein Muss und was ist eine Kann-Anforderung. Über verschiedene Schnittstellen. Habe ich schon Systeme im Haus? Will ich die anbinden? Kann ich die anbinden? Muss ich die anbinden? Ist das zwingend erforderlich? Ist es ein Wunsch? Kann ich vielleicht Systeme auch ablösen? Das ist die allererste oben stehende Ebene, wo ich schon mal eine Richtung definiere, in die es gehen wird. Und darunter gehen, bricht man das halt sukzessive runter. Den Geschäftsprozess, der Finanzkennzahlen, der eine oder andere macht sein Bewerbermanagement, seine Mitarbeiterakten da drin, etc. pp. Stichwort, kaufe ich eine große Lösung, wo ich notfalls, gegebenenfalls, je nachdem, mit Kanonen auf Spatzen schieße? Kaufe ich ein System, das modular ist? Führe ich ein System ein, das ich vielleicht sogar selber programmieren kann? Open Source, ERP Next, das ich selber auch pflegen kann, nach meinen Bedürfnissen anwenden kann? Wo lege ich den Fokus? Führe ich das, aus welchem Grund führe ich das System ein? Das sind Fragen, die spätestens an dieser Stelle, wenn ich sie vorher nicht beantwortet habe, spätestens an dieser Stelle kommen. Weil führe ich sie aus einer Finanzperspektive ein, habe ich einen anderen Fokus und vielleicht ganz andere Anforderungen in meinem Requirement-Katalog, als führe ich sie aus einer Projektmanagement-Perspektive ein. Weil ich Projekte tracken will, weil ich Stunden tracken will, weil ich vielleicht sogar auch Projektpläne in so einem System machen will, auch wenn es vielleicht nicht zwingend das geeignetste System ist, das in einem ERP-System zu machen. Aber viele können das oder viele bieten in einem modularen Aufbau das auch als zusätzliche Schnittstelle-Modul an. Und dann geht es natürlich noch weiter runter, bis ich dann hinterher bei Farbe, Einbindung meiner Corporate Design, meines Logos etc. bin, wo ich dann jeden einzelnen Knopf, jede einzelne Schnittstelle, jeden einzelnen Prozess und Workflow definieren kann und muss. Und so, da gibt es eine ganze Menge an Kriterien, an Katalogen, die wir einfach probieren in der Moderation, aus diesem Anforderungsmanagement und auch aus den Rahmenbedingungen, die vielleicht auch eine Geschäftsführung gibt, Budget oder Rahmenbedingungen mit anderen Systemen, die die IT gibt, zwingend erforderliche Schnittstellen, zusammenzufügen, um einen Projektplan und Bild aufzubauen, mit dem ein Implementierer, die Inhouse-IT, die Mitarbeiter selber dann auch ein System bauen und später, und das ist das Wichtigste, anwenden können, dass ein Mehrwert entsteht. Weil das ist die Arbeit, die man in diesem Sinne leisten muss, zwingend. Ich glaube, es ist keiner erpicht darauf, auf einer Folie mit einer Schlagzeile zu landen, wie die sechs, die wir vorher gezeigt haben. Sondern im Idealfall ist es eher wie beim Fußball, wenn man nicht über den Schiedsrichter spricht, dann hat er eigentlich seine Arbeit am besten gemacht. Und so ist es bei der ERP-Einführung auch. Umso weniger man darüber spricht, umso besser ist sie eigentlich gelaufen. Zumindest ist das unsere Erfahrung bisher gewesen. Eine Ausnahme, in der Regel spricht man gerne über Projekte. Hier würde ich diese Analogie doch durchaus bemühen und richtig ansehen. Nicht bei dir. Aber ich denke, die Erfahrungswerte in dem Bereich sind im Raum ausreichend vorhanden. Genau. Wir haben ja jetzt gerade einen Ausschnitt gesehen aus den Requirements, den Grundanforderungen. Wenn man das Ganze jetzt nochmal in einen anderen Rahmen setzt, dann sieht man auch, was für Umfänge so ein Projekt eigentlich auch annehmen kann. Ja? Also gerade bei diesem Thema Requirements etc. sind wir irgendwo hier. Und da ist noch eine ganze Latte an anderen Themen, die halt abgearbeitet werden müssen. Ich will noch mal kurz darauf eingehen, weil das für uns immer so eine fast schon Herzensangelegenheit ist. Viele fahren so einen Ansatz, dass sie sagen, okay, wir werden irgendwie angesprochen, da soll ein Projekt umgesetzt werden, das soll ein ERP-System werden, das soll implementiert werden, mach das mal. Und dann geht das so von oben, wird das so runtergeschüttet und dann landet das irgendwie bei jemandem und der muss es dann umsetzen. Und wenn wir gefragt werden, dann machen wir das eigentlich immer so, dass wir
mit allen Bereichen, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise angebunden sind im Unternehmen, uns an einen Tisch setzen. Wir durchlaufen die Produktion, wir sprechen mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand, mit der IT-Abteilung, mit you name it. Und fangen dann erst an, uns ein differenziertes Bild zu machen. Ja? Weil das ist genau das, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe. Wenn ich nicht von Beginn an meines Projekts alle Mitarbeiter, die da irgendwie dran beteiligt sind, frühzeitig abhole, mit einbinde, die Anforderungen von denen aufnehme, dann kann ich es eigentlich auch gleich sein lassen. Weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass letztendlich das, was implementiert wird, nicht dem Endanwender genügt. Und wir werden nur 1% mehr in dieser Statistik oder landen eben in der Zeitung. Ja. Das muss nicht unbedingt sein. Was ich, Daniel, willst du noch was zu den anderen Punkten? Das ist ein Standardvorgehen, also von uns entwickelt im Sinne, es orientiert sich sehr stark an klassischem Projektablauf. Ich meine, wir fangen immer an mit dem, was Tim gesagt hat, wir holen alle erstmal an einen Tisch. Das ist das, was wir unter Projekt-Setup verstehen. Weil es steckt da in der Box, es ist aber ein elementar wichtiger Punkt, das ist die Zieldefinition des Projektes. Und das sollte jeder immer machen. Bei vielen Projekten wird es nicht getan oder es wird nicht in der ausreichenden Detailtiefe oder Präzision vorgeschrieben. Was dann dazu führt, dass jeder Bereich seine Sachen nach und nach einkippt, weil er merkt, da kann ich ja doch noch was irgendwie ändern oder was dazu bauen. Und das funktioniert halt sehr spärlich nur. Ja. Das heißt, eigentlich ist der Anfang mit das Wichtigste. Wer vom Kunden, wer vom Implementierer, wie auch immer geartet, sitzt in diesem Projektteam und wie werden die Ziele definiert? Weil das sind die Rahmen, die wir, nach denen jedes Projekt dann auch am Ende gesteuert und ins Ziel gebracht werden sollte. Das ganze Thema Analyse ist klar. Haben wir viel auch schon drüber gesprochen, auch gerade über das Thema Anforderungsmanagement. Ich glaube, ganz wichtig sind nochmal die Punkte, wenn ich nicht selber weiß als Unternehmen, was ich will. Und es gibt viele, die sagen, ich will automatisieren. Dann ist das aber noch lange kein Grund, ein ERP-System einzuführen. Muss man mit vielen Kunden erstmal den Schritt gehen, zu sagen, warum willst du das, was genau willst du und was ist das richtige System? Und wenn man auf die Schuhe kommt und sagt, okay, du hast recht, du brauchst ein ERP-System, weiß der Kunde trotzdem nicht, welches. Und das ist das, was ein ganz großer Teil unserer Arbeit auch ausmacht, ist quasi nicht nur die Anforderungen zusammenzutragen, sondern auch das richtige System für ein Unternehmen, für die Mitarbeiter, die dort wirken, für die Prozesse, die dort vorhanden sind, für die Kultur, die dort herrscht, auch auszuwählen. Mit Hinblick auf Usability, mit Hinblick auf Look and Feel, weil das darf man nicht vernachlässigen, das ist bei vielen einfach wichtig, diese intuitive Bedienbarkeit. Und aus diesen ganzen Themen, weil wir können sie für jemanden Dritten nicht entscheiden, bauen wir sowas wie Long- und Shortlists, also eine Liste an Möglichkeiten, die technisch da sind, eine Shortlist an Empfehlungen. Und wir raten dann jedem zu einer Art Showpräsentation, dass man auch guckt, wie sieht denn so ein System wirklich aus? Weil auf Grundlage der theoretischen Parametern habe ich noch keine Vorstellung davon, wie es in meinem Unternehmen wirkt. Und dafür gibt es ja eine Menge, brauche ich glaube ich in der Runde auch nicht erklären, Demo-Versionen, Möglichkeiten etc. Was aber viele Kunden A gar nicht wissen, wenn sie nicht aus dem IT-Segment kommen oder mit solchen Systemen zu tun haben. Und B, die einfach auch dadurch sehr viel an Selbstvertrauen gewinnen bei der Einführung, die sie brauchen. Weil so eine Einführung gerade im Systembereich, ERP-Systeme, macht sie leider nicht von alleine. Genau. Ich glaube, die Systemeinführung selber und dann auch ein Rollout mit Schulungen etc., da sind wir wieder bei dem Stichwort von Anfang. Kommunikation ist wichtig durch den gesamten Prozess und ein sauberes, professionelles Projektmanagement ebenfalls. Und wenn das ein Unternehmen selber kann, perfekt. Die meisten können es leider nicht, weil sie diese Moderationsfähigkeit durch die Subjektivität geprägt gar nicht auf die Straße bringen können. Genau. Ja, abschließend an dieser Stelle eine kleine Wiederholung, aber das ist so das, was eigentlich als Erfolgsfaktor die wichtigsten 4 Ebenen sind bei einer ERP-Systemeinführung. Und wenn ich mich an diesen Stellen sauber und an die Rahmenbedingungen halte und sauber definiere, dann kann ich eigentlich auch jeden Einfluss, der von außen kommt und der vielleicht nicht unbedingt positiv und gewinnbringend ist, sondern eher störend oder mal von Nachteil, Prozesse verlangsamt etc., eigentlich sehr, sehr gut aussteuern, um Projekte in Erfolg zu führen. Das ist vorne, ich habe es beschrieben, die Verantwortlichkeit. Also Projekte, die bei Operations liegen, wenn Operations damit arbeiten soll, dann sollten sie auch dort verantwortet werden. Und nicht nur Operations kippt alles ein und zeigt mit dem Finger auf die böse IT, die es dann mal wieder nicht hinkriegt. Oder auch die Anforderungen. Tim hat über Projektmanagement gesprochen, über den Moderator bis hin zur Implementierungsauswahl, was ja eigentlich einer der strategischen Punkte ist, die ich von Anfang an bedenken muss. Und wenn ich das sauber mache, Verantwortlichkeit definieren, Projektmanagement professionalisieren, Anforderungen präzisieren und am Ende dann die Implementierung harmonisieren,
dann bin ich eigentlich mit einem Projekt so stabil aufgestellt, dass ich mit diesem Tanker auch durch jeden Sturm komme. Und nicht auf der Liste lande mit den Schlagzeilen. Die Gummibärchen kommen nicht in die Not dann. Ja. Nein. Ja, das war es auch schon mit unserem Vortrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den jetzt ganz klar erfolgreich umzusetzenden Projekten. Also ihr habt die Erfolgsfaktoren. Wenn noch Fragen sind, immer gerne an uns. Wir sind auch noch ein bisschen hier. Kommt auf uns zu. Wir haben Zeit, wir freuen uns. Vielen Dank. Genau, in dem Sinne hätte ich, ist auch die Frage, gibt es jetzt gleich Fragen an Sie zum Beispiel? Wo ist das andere Mikro? Nein? Mich würde interessieren, wie ihr hierher kommt. Wir sind ja ein relativ kleines Ökosystem in Deutschland noch. Und ich bin persönlich total stolz, dass ihr sozusagen mit zwei Anzügen und einer super Folienpräsentation euch hier eingefunden habt, um uns mit eurem Metadienstleistung, nenne ich das jetzt mal, also so ein Mediator hattet ihr genannt. Und da würde mich interessieren, konkret, hört ihr in Gesprächen mit Kunden, die ERP-Systeme auswählen, hört ihr da ERP Next als sozusagen Option? Und wie kommt es, dass ihr heute hier seid? Ist es einfach nur sozusagen durch, ist halt ERP, kommen wir auch hin? Oder habt ihr da sozusagen einen konkreten Träger gehabt? Irgendein Kunde sagt, wir müssen uns das angucken oder irgend sowas. Das fände ich spannend. Okay, auf eine der Fragen, wir sind eigentlich hier bei Klaus, eine Kollegin von uns. Netzwerk wäre die einfachste Antwort. Die beiden, da kann Klaus vielleicht mehr dazu sagen, sich verbunden haben und gesagt haben, das ist eigentlich ganz spannend, weil wir, wie du gesagt hast, ausgehend von euch wahrscheinlich eher auf der Metaebene unterwegs sind. Und das einfach mal ein Impuls sein kann, der auch so übergreifend ein bisschen was bietet, was hier nicht so gang und gäbe ist. So hatte ich dich vorher verstanden. Genau, weil das war so ein bisschen ein allgemeinerer Blick, sag ich mal, auf das Ganze, was auch die Entscheidungen sind einfach für ein ERP Next System. Auch wenn es jetzt nicht direkt ERP Next ist sozusagen. Aber ich dachte einfach, dass es für die Community trotzdem interessant ist oder auch die gerade am Anfang stehen eben irgendwo bei diesen Entscheidungen, dass sie einfach diesen Einblick, diesen Insight mal hier bekommen haben. Wir haben es schon gehört, aber nicht im Kundenumfeld. Also es wurde von Kundenseite bisher noch nie mit einem Vorschlag an uns herangetragen, sagen, wir haben uns schon mal überlegt, wir haben uns die fünf ausgesucht und ERP Next war dabei. Bis jetzt, ehrlicherweise, muss ich sagen, nein. Aber was man auf jeden Fall immer mehr hört, ist das Thema Open Source. Ja. Also da, ne, darüber kommt ihr dann quasi ins Spiel. Das heißt, wenn wir solche Auswahlverfahren mal begleitet haben, dann war das immer, naja, okay, lass doch mal nochmal Open Source Projekte mit einbeziehen und das betrachten. Also das wird auf jeden Fall immer relevanter. War interessanter Vortrag, weil es natürlich alles richtig, was da gezeigt wurde. Aber die Frage ist, dass ihr macht wahrscheinlich die Einführung eher bei mittelgroßen, kleineren Kunden, habe ich das Gefühl. Weil ich fand immer den Vergleich zu Lidl oder die genannten Beispiele sehr, sehr unfair. Weil, also gerade das Lidl, ich habe mir angeschaut, die haben halt einfach, ich glaube, 50.000 Kassen mit, wenn sie piep, piep, piep machen, 3 Transaktionen pro Sekunde, sage ich mal, da scheitert es an sowas wie 50.000 Transaktionen pro Sekunde. Nicht, dass die keine Moderation hatten. Die hatten eines der besten Systemhäuser, die solche ERP-Einführungen machen, glaube ich. Also die sind, glaube ich, alle hochprofessionell, die da teilweise genannt waren. Also das, die Kleinen, die brauchen diese Moderation, das stimme ich dabei. Das nächste war tatsächlich so Change Management und sowas, ihr da alles drauf habt. Ich habe jetzt nicht einmal das Wort agil gekommen. Also wir haben die größten Projekte scheitern sehen und dann nach Umstellung auf agile Methoden, weil man es eben vorher gar nicht handeln kann, diese Komplexität alles. Und weil eben die Kunden wissen es nicht, aber die wissen auch nach einer Beratung nicht, was sie brauchen oder sowas, sondern erst, wenn sie in iterativen Prozessen erste Sachen draußen haben. Also das kam jetzt ein bisschen veraltert vor, muss ich jetzt einfach sagen, so wie wir es erleben und wie wir auch die Industrie, die immer mehr in diese agilen Prozesse reingeht. Und das Dritte ist eben wieder zu dem Scheitern. Also wir sind, ich kann da noch mehr Sachen, also wir arbeiten bei Kunden, wo auch eine SAP-Einführung, da war schon vor ein paar Jahren 100 Millionen verbraten, wo wir dran mitarbeiten. Also wir haben sich verbockt und so, aber und hat es eher ein bisschen Probleme gemacht, weil die Budgets von uns abgezogen wurden. Aber einfach die Komplexität geht nicht weg. Also wenn ich einen Produktionsprozess habe, der komplex ist und wenn ein Produktionsprozess nicht in China ist, sondern in Deutschland, dann ist er meistens noch komplex. Und sowas verschwindet natürlich durch diese Schritte nicht.
nicht. Also ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, dass ich sage, ich packe eine gute Moderation drauf und dann wird irgendwas einfach, sondern wenn ich einfach 10.000 Produkte habe und jedes Produkt hat einen anderen Produktionsprozess und jeden muss ich abbilden und sowas in die Richtung, dann habe ich einfach eine Komplexität da drin, woran eben die größten Unternehmen und 100 Millionen Euro Budgets scheitern. Also ich glaube, das darf man nicht so einfach unter den Tisch kehren und damit werben, wir machen es irgendwie einfacher oder das wird dann klappen, wenn wir es ein bisschen besser planen. Sondern es sind wahrscheinlich eher so inhabergeführte Mittelständler, die dann auch die Planung und die schlechten Moderationskapazitäten haben und wo man dann was hilft. Aber ich glaube, so die großen Beispiele, die genannt wurden, die sind doch eher, also ich glaube, die haben alle professionelles Projektmanagement. Das nur als Statement. Haben Sie in einem dieser Konzerne gearbeitet? Wir sind als Dienstleister für Weltkonzerne tätig. Ja, dann wissen Sie, dass professionelles Projektmanagement in Konzernen eher die Ausnahme ist in der Regel. Also in Deutschland professionelles Projektmanagement in-house kaum vorhanden. Die meisten Projektmanager sind dann entweder Freelancer oder sind eingekauft, ist aber extrem schwer. Aber es ist ja nur ein Erfolgsfaktor, Projekte professionell zu managen. Es ist ja nicht der einzige. Und eine Moderationsfähigkeit ist leider dahingestellt, ist für mich aber eine Fähigkeit und kein Erfolgsfaktor auf strategischer Ebene. Ich glaube, Sie haben recht, Komplexität kommt auch aus dem technischen Bereich. Lidl-Kassensystem ist ein technisches Problem oder Herausforderung, besser gesagt. Keine Frage. Ich meine, wir haben die ERP-Systeme auch eingeführt, bei zwei DAX-Unternehmen waren wir beteiligt. Das ist für mich ein großes Konzernhaus. Aber klar, Mittelstand ist auch ein Thema und dort ist es deutlich einfacher, keine Frage, weil vor allen Dingen auch weniger Politik im Spiel ist und die Komplexität dort aber meiner Meinung nach nicht unbedingt geringer. Also gerade in der Logistik, wenn ich ein Werk habe in der Stadtmitte von Berlin, dann ist das deutlich, deutlich komplexer als ein Werk in der Mitte von nirgendwo in Niedersachsen, wo ich von vier Himmelsrichtungen mit Bahn, Autobahn und per Schiff transportieren kann. Also ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, nur dass die Größe eines Unternehmens Komplexität erhöht oder reduziert. Das hängt sehr stark von den Rahmenbedingungen ab. Aber keine Frage, es gibt mehrere Faktoren, die ein solches Projekt komplexer oder halt dann auch einfacher gestaltbar machen. Ja. Aber da kannst du aus eigener Erfahrung ebenfalls bestens berichten. Ja, ich bin gerade gedanklich noch so, welche Aspekte der Frage haben wir jetzt noch nicht abgedeckt? Weil das waren so viele Punkte, ist noch was offen geblieben? Dann... Das waren ja so drei Punkte, die Sie gesagt haben. Nee, passt. Also ich habe in meinem Leben bisher zum Beispiel mal das Projektmanagement so von ZF Friedrichshafen mir mal klauen können oder so. Ich weiß, was professionellste, was ich bisher gesehen habe, wie man... Vor oder nach der Fusion? Das ist davor gewesen. Okay. Wie die einfach mit so großen Sachen umgehen. Also ich denke, da steckt schon sehr, sehr viel Know-how drin, was die haben. Ich meine, natürlich haben da Politik und Budgets und alles, was beschrieben wurde, trifft da schon zu. Aber ich glaube, die gehen da schon ziemlich gut mit um, wie ich das erlebt habe. Ja, aber ZF ist ein schönes Beispiel, finde ich, weil es nicht nur im Projektmanagement eine vorbildliche deutsche Firma ist. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich sie als Benchmark für alle anderen Firmen in dem Segment im Automobilzulieferungsbereich so nehmen würde. Ich glaube, da gibt es welche, die ich nicht auf dieser Ebene sehe in der Qualität. Ja. Für mich wäre interessant zu wissen, wie ihr das hinkriegt. Also nehmen wir jetzt ein Produkt wie ERP Next. Ihr seid heute hier, ihr habt schon mal davon gehört. Vielleicht wird das einmal beim Kunden neben einem Programm wie Odoo, was ihr sicherlich mehr hört, auch mal genannt. Und wie ist euer Weg, solche neuen Produkte auszuprobieren? Also zum gewissen Grad habt ihr natürlich sicherlich mit größeren Marktteilnehmern wie Microsoft Dynamics oder Sage die Möglichkeit, Vergleiche zu ziehen in der Branche, zu sagen, gut, produzierendes Gewerbe, nochmal produzierendes Gewerbe, kann man sagen, haben wir Erfahrung. Wie läuft so ein Ausprobierprozess bei euch? Special Challenge, 45 Sekunden Antwort. Zum einen über Demo und zum anderen über Erfahrungsaustausch. Also klar, wenn ein System brandneu ist und vielleicht noch nicht 10 oder 100.000 Mal implementiert ist, ist Erfahrungsaustausch schwieriger. Dann muss man über die Demo-Version gehen, die wir ja vorher auch quasi in dieser Show-Präsentation auch mit aufgeführt haben, die wir dann auch einem Endkunden zeigen. Ja, ich schließe mich immer 2 Wochen ein, probiere alles aus, bis ich nicht mehr weiterkomme.
Und das ist so mein Demo-Test. Gut, super. Dann Dankeschön für euren Beitrag. Danke euch. Wer noch mehr Fragen hat an die beiden, ja gut, Sie haben ja gesagt, Sie sind noch da. Herzlichen Dank jedenfalls für euren Beitrag. Dankeschön. Ja.